Mein Bruder lebt sehr medienabstinent. Und wenn ich ihm sage, ey, sag mal, Bruder, hast du ja gewusst, jetzt an deinem Geburtstag, da ist auch Diversity Day. Wird mich gar nicht verstehen, wird gar nicht wissen, was für ein ekelhafter Kult, ja, das Datum seines Geburtstages hier okkupiert. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Als ich letzte Woche in einer Drogerie war, habe ich zum ersten Mal davon mitbekommen, Kartenzahlung hat nicht funktioniert. Und dass das keine punktuelle Störung war, wurde mir am Abend klar, als ich auf den Seiten der Jungen Freiheit einen Artikel fand. Bereits seit Dienstag, hieß es dort, funktioniert in vielen Geschäften die Bezahlung mit EC und Kreditkarten nicht. Kunden können ihre Einkäufe nur mit Bargeld oder Handy-Apps bezahlen. Die Störungen dauern an, bestätigte ein Sprecher des Finanzdienstleisters Concardis gestern Abend. Wer kein Bargeld dabei hatte, konnte auch an Himmelfahrtstag zum Beispiel seine Tankfüllung nicht bezahlen. Das gibt einen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn Münzen und Scheine einst abgeschafft sein werden. Menschen ohne Bezahl-Apps auf Handys wären in solchen Fällen vom Einkauf ausgeschlossen. Verantwortlich für die Störung sind Probleme mit der Software von Verifone. Dort ist offenbar ein sogenannter Zertifikatsfehler aufgetreten. Wir warten weiter auf Signale von Verifone, heißt es bei Concardis und anderen Dienstleistern. Doch das US-Unternehmen reagiert bislang auf Anfragen nicht. Daher ist unklar, wie lange die Störung noch anhält. Ich war gestern wieder im Rossmann. Bei mir hat es geklappt, aber bei einer Dame, drei Menschen vor mir in der Schlange, hat es nicht geklappt. Angeblich arbeite man an einer Beseitigung. Doch allein die lange Dauer spricht dafür, dass es sich um ein ernsthaftes Problem handelt. Also das war, ich glaube, der Artikel war vom 29. War vom 9.? Nee. Noch länger, ja, von letzter Woche. Ja, vielleicht war es der 29. Ja, betroffen sind nur Einzelhandelsgeschäfte, die mit Kartenterminals von Verifone arbeiten. Sowohl Aldi Nord als auch Edeka und die Drogeriekette Rossmann machten die Probleme, die seit Dienstagabend auftreten, am Mittwoch öffentlich. Der Handelsverband Deutschland betonte, dass die Betriebe auf den reibungslosen Ablauf der Bezahlungsprozesse angewiesen sind und mahnte eine Lösung an. Wann sie kommt, bleibt im Dunkeln. Daher sollten sich Kunden, die nicht per Telefon über einen QR-Code bezahlen können mit Bargeld, sich eindecken, bevor sie einkaufen gehen. So, ich habe dann im Anschluss auf anderen Zeitungswebseiten danach gesucht, Zeit, FAZ, Spiegel. Ich habe jetzt nicht irgendwie intensivst gesucht, ja, aber an prominenter Stelle zumindest. Oder auf den Startseiten gab es nichts dazu. Und das ist wirklich traurig. Es sind diese Nadelstiche in den Ballon der Zivilisation. Die hat eine dicke Haut, aber Luft dringt auch durch ein Miniloch. Heute ist Diversitätstag, Diversion Day. Nee, Diversity Day heißt es. Und der Geburtstag meines Bruders, by the way, der Arme, mein Bruder lebt sehr medienabstinent. Und wenn ich ihm sage, ey, sag mal, Bruder, hast du ja gewusst, jetzt an deinem Geburtstag, da ist auch Diversity Day, wird mich gar nicht verstehen, wird gar nicht wissen, was für ein ekelhafter Kult, ja, das Datum seines Geburtstages hier okkupiert. Und ich hab's hier vor mir, drei Seiten Werbung. In der Zeit, drei ganze Seiten. Eine Seite kostet Standardwerbung in der Zeit. Print, wir reden jetzt hier von Print, ja? Also die Edelversion. Geht los bei 78.000 Euro für eine Seite. Geht hoch bis 120.000 Euro, vier Zedern mit Farbe und Extrawürsten. Bei zwei Seiten, ich nehme an Panorama-Anzeige, wenn es dann das Design über beide Seiten geht, startet es bei 160.000 Euro bis zu 250.000 Euro. Also wie gesagt, hier sind es drei Seiten, jetzt nicht irgendwie in einer, ich weiß gar nicht, ob das jetzt das meint, Panorama, dass du quasi so ein Gesamtbild auf zwei Seiten hast.
Wie auch immer, es ist nicht billig. Ja? Und es ist eine Ode an den Vogue-Kult. Größter Partner davon, die Deutsche Bahn. Und deren Leiterin für Personalgewinnung, Kerstin Wagner, scheint eine echte Fanatikerin zu sein. Sie sagt, wir sehen die Fokussierung des Recruitings auf Vielfalt als eine Antwort auf den War for Talents. Und ich habe mich gefragt, glaubt sie, was sie redet? Die Fokussierung auf das Recruiting auf Vielfalt als Antwort auf den War for Talents. Und ich meine die Frage ganz ernst. Wir wollen keine Talente, wir wollen Vielfalt. Das ist nun nicht mehr nur eine Nadel im Bannor der Zivilisation, das ist eine fucking Axt, mit der die gute Frau hier auf unseren schönen Ballon losgeht. Glaubt sie, was sie redet? Es ist schwer zu glauben, dass sie es glaubt, aber das muss nichts heißen. Der muslimische Fanatiker glaubt an die 72 Jungfrauen, ja, die er bekommt, wenn er Ungläubige in den Tod reißt. Die säkulare Extremistin glaubt an Vielfalt als Ersatz für Talente. Ganz davon abgesehen, dass man keine größere Vielfalt findet, als wenn man sich auf die Suche nach Talenten begibt. Talente bedeuten Vielfalt per se, weil nun mal jeder Mensch vielfältig ist. Der Mensch ist in sich vielfältig. Die Menschen sind per se vielfältig. Und nur der Fokus auf Qualität gebiert wahre Vielfalt. Ja? Wahre Vielfalt, nicht Vielfalt um ihrer selbst willen. Ja, glaubt sie an Vielfalt als Ersatz für Talente? Glaubt sie, dass wir so den Chinesen trotzen können? Glaubt sie das? Eine Top-Managerin. Und ganz offensichtlich ist Kerstin Wagner noch nicht auf der Höhe der Zeit angekommen. Selbst Netflix versucht, die Kurve zu bekommen. Und es ist traurig zu sehen, es ist entwürdigend, wenn Top-Manager amerikanischen Müll wiederkauen. Einen Vogue-Kult, den kannst du dir leisten, wenn du Abtreibungen verbietest, sozusagen. Ja? Wenn es die USA wirklich schaffen, das millionenfache Schlachten der Ungeborenen zu vermindern, dann ist das wirklich der Sargnagel für das Vogue-Müll-Wiederkauende Europa, das den Alterstod stirbt. Oder ihn zumindest zu sterben droht. Wir altern, wir treiben ungehindert ab und vergammeln. Wir vergammeln unter der EU-Bürokratenherrschaft, wie so ein Stück Kuchen, ja, unter der Käseglocke, den man in der Sonne hat stehen lassen. Wir können uns den Vogue-Kult einfach nicht leisten. Okay? Happy Diversity Day. Der Vogue-Kult ist für Europa das Blockflöte-spielende Urenkelkind. Das schlecht Blockflöte-spielende Urenkelkind auf einem Besuch im Altersheim. Auf das Kind kommen 40 alte Menschen. Alles entgerührt. Dabei geht gerade die Welt unter. Und sie geht nicht unter, weil die Erde schmilzt. Sie geht unter, weil wir zu wenig Kinder haben. Deshalb geht sie unter. Sag nicht ich, oder sag nicht nur ich. Das sagt doch Elon Musk. Das ist die einzige Sache, die du wirklich klar in die Zukunft sehen kannst. Du weißt, wie viele Menschen in 20 Jahren 20 sind. Weil die sind jetzt, die werden jetzt geboren. Und du weißt, wie viel das geben wird in 20 Jahren. Angenommen, es gibt keine schwere Pandemie oder ein großer Krieg. Wobei Kriege gar nicht so viele Menschen umbringen. Wenn man es mit Krankheiten vergleicht, ist
was die Bevölkerungsanzahl angeht. Aber gut, wir reden nicht von einem Atomkrieg. Was gibt's noch? Ah ja, Mona Lisa wurde mit einer Torte beworfen. Ach so, ja, ich bin übrigens, by the way, ich bin von Twitter jetzt seit einer Woche suspendiert wegen eines Tweets, weil ich sage, dass die queere Menschen sind das Kanonenfutter einer Linken, einer verzweifelten Linken, die sich in die Ecke getrieben fühlt. Und ich habe Widerspruch eingelegt. Ich kann diesen Widerspruch sozusagen zurücknehmen, dann akzeptiere ich die Löschung des Tweets, den Vorwurf der Verletzung der Whatever-Gemeinschaftsregeln. Ja, ich überlege das jetzt zu machen, nach einer Woche. So traurig es ist, aber ja, die sind halt, weiß ich nicht. Und ja, man könnte so viel Schönes tweeten. Jedenfalls, ja, auf Twitter wird man es vielleicht gesehen haben oder sonst wo, klar. Warum hat der junge Mann die Mona Lisa mit einer Torte beworfen? Naja, um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Und ich bin sicher, er zählt zur Fraktion Vielfalt, ja, die Deutsche Bahn gerne anstellen will. Im Grunde könnte Kerstin Wagner, die Personalgewinnungschefin der Deutschen Bahn, folgende Anzeige erstellen. Ich weiß nicht, wenn du findest, dass es gut war, dass die Mona Lisa mit einer Torte beworfen wurde, dann fang doch bei uns an. Dich suchen wir. Das wäre zumindest ehrlich. Ja? Noch was, wovon ich sprechen wollte. Die Bild, ich lese von der Bild. Ist das Liebesleben immer privat oder kann es sogar politisch sein? Wie offen sollten Personen des öffentlichen Lebens mit ihrem Datingverhalten umgehen? Diese Debatte kocht nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom vergangenen Mittwoch hoch. Das Gericht hatte geurteilt, wer als Soldatin im Internet den schnellen Sex sucht, riskiere zu Recht ein Disziplinarverfahren, weil sie den Eindruck erwecken könnte, es mangele ihr an charakterlicher Integrität. Erstmal Hut ab vor dem Bundesverwaltungsgericht, hätte ich ehrlich gesagt auch mit der Benutzung eines Begriffs, charakterliche Integrität, klingt in der heutigen Zeit so unfassbar oldschool. Hätte ich nicht gedacht. Die Vorgeschichte ist, die Transsoldatin Anastasia Bifang hatte sich 2019 in einer Dating-App auf Tinder offen für wechselnde Partner gezeigt, schrieb in ihr Profil spontan, lustvoll, trans und all genders are welcome und gab an, in einer offenen Beziehung zu leben. Dafür bekam die Bataillonskommandeurin einen Verweis vom Truppendienstgericht der Bundeswehr, gegen den sie klagte, und vor dem Bundesverwaltungsgericht verlor. Anastasia Bifang, das ist, was die Bild gerade uns nicht mitteilt, es ist die, die auch bekannt wurde mit dem Zitat, ich lasse mich gerne in Darkrooms vögeln. Ich hatte das mal in einem Podcast erwähnt. Anastasia Bifang war zu Gast in so einer Sendung bei so einer anderen, bei so einer Transvestit-Künstlerin, wie es so schön heißt. Und dort, ja, ich lasse mich gerne mit Darkroom vögeln, ist geil, ne? In so einem netten norddeutschen Akzent, den sie da dann kurz hat raushängen lassen. Gut, darum geht es ja gar nicht. Anastasia Bifang, kann die tollste, kann die beste Kommandantin sein? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was sie ist. Sie war ein Mann, ist jetzt eine Frau, aber was da noch baumelt oder nicht baumelt zwischen ihren beiden Fortbewegungsmitteln, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die Bataillonskommandeurin müsse im Internet besonders sorgfältig sein, hieß es im Urteil. Immerhin habe sie das Kommando über 1000 Mann in der Truppe. Bedeutet, Formulierungen vermeiden, die den falschen Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und eines erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität wecken.
Das Urteil, das die Gemüter erhitzt und für einen Politikerstreit sorgt, wie es ihn noch nie gab. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, er ist nicht nur der Queerbeauftragte, er ist da für die Akzeptanz sexueller Vielfalt. Ich hatte im Podcast mit der Demo für alle, wo ich vor 3 Monaten oder so zu Gast war, hatten wir auch von Jens Lehmann gesprochen. Das ist einer von den Leuten, die ja, wie soll man das noch in Worte kleiden? Die von Frauenrechten sprechen und gleichzeitig es gut finden, wenn Männer, biologische Männer auf einem Frauenlistenplatz landen. Das ist noch ein weniger echauffierendes Detail. Jedenfalls meldete er sich auf Twitter mit einer Art Outing zu Wort. Ich bin schwul, habe eine offene Beziehung und ein Profil auf Dating-Apps. Wäre ich bei der Bundeswehr, würde mir die charakterliche Integrität abgesprochen. Ich bin aber Staatssekretär. In einer Bundesregierung, für die wichtig ist, wie man arbeitet, nicht wie man datet. Ja. Er ist übrigens, das weiß ich noch aus dem alten Podcast, verheiratet und mit einem Mann verheiratet, in Anführungszeichen. Für ihn ohne Anführungszeichen, ja. Lebt in Köln. Lehmann kündigte außerdem an, ich werde das Gespräch mit der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und der Wehrbeauftragten Eva Högel suchen, um zu beraten, wie sich künftig disziplinarische Urteile wie das gegen Anastasia Biefang verhindern lassen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Katja Leikert schrieb an Lehmann, ernsthaft? Too much information, Herr Kollege. Will ich das wirklich wissen? Wozu? Hat sie gut geschrieben. Wozu? Wozu muss man das wissen? Auch CDU-Schatzministerin und Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner antwortete auf Lehmanns Posting und deutete dabei an, sein Datingleben sei Privatsache. Er solle nicht politisieren. Sie schrieb, ich bin nicht schwul, habe keine offene Beziehung und kein Profil auf Dating-Apps. Daraus leite ich keine politische Forderung ab, schrieb sie. Wer schwul in einer offenen Beziehung mit Dating-Profil lebt, seine Entscheidung. Anders, nicht besser. Aber das ist Privatsache. Keine Berufsbeschreibung für einen parlamentarischen Staatssekretär. Sie kennen keine Grenzen. Ich bin schwul und das ist gut so. Ich bin schwul und das ist das Beste, denkt wohl Jens Lehmann. Was postet ein SPD-Mensch? Ist der Beziehungsstatus bzw. die Beziehungsform nun Privatsache oder nicht? Klöckner, die ihr Liebesleben öffentlich anscheinend mal im Zusammenhang mit ihrer Hochzeit kommuniziert hat, antwortet, in der Debatte geht es nicht um den Beziehungsstatus, sondern um die eigene Lebensweise, mit der politische Forderungen begründet werden. Vielfalt. Vielfalt hin oder her interessiert uns alles im Grunde gar nicht. Man soll es sich am besten mit Bargeld eindecken, aber davon schreiben denn die Qualitätsmedien weniger. Auf Bild wird man sicherlich was dazu finden. Ja, Bargeld, Bitcoin und jetzt bräuchte ich noch ein Wort mit B, das passt. Nee, fällt nicht so ein. Wir hören einander übermorgen am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on.